Hallo und recht herzlich willkommen hier in Prison Architect. StarCraft 1 ist jetzt zu Ende und wir legen direkt los mit unserem Gefängnis. Und zwar machen wir einen Frauenknast. Jawohl. Und dann gucken wir uns mal die Direktoren an. Ja, der Standarddirektor. Das ausgeglichenste Individuum auf dem ganzen Planeten. Er ist eins mit sich selbst. Er lebt für seine Arbeit. Er wird von allen einfach nur der Direktor genannt. Okay, der hört sich schon interessant an. Dann der Lobbyist. Der Lobbyist hat hochrangige Freunde und sorgt dafür, dass ihm die einfacher zu handhabenden Häftlinge zugewiesen werden. Okay, der ist ein bisschen leichter sozusagen. Halbiert die Wahrscheinlichkeit, Häftlinge zugewiesen zu bekommen, die aggressiv, tödlich, launisch, Mörder oder Rügler sind. Okay. Rita. Ritas Welt. Rita ist rücksichtslos und furchterregend und steht im Ruf, ihre Einrichtung mit Hilfe von Maßnahmen zu leiten, die im Rahmen des Gesetzes Furcht erzeugen. Dass sie immer eine Peitsche bei sich tragen soll, dürfte aber übertrieben sein. Okay, eine kleine Domina. Halbiert die Wahrscheinlichkeit, dass Häftlinge stonisch oder furchtlos sind. Häftlinge werden doppelt so schnell unterdrückt. Okay. Ja, okay. JV Prequel. Pre-Winkel. Pre-Winkel. Okay. Wir nennen ihn der Soldat. Er behauptet im Krieg ein Pionier. Wir nennen ihn der Pionier gewesen zu sein. Er sagt allerdings nie, in welchen das gewesen sein soll. Trotzdem weiß er praktisch alles über den Tunnelbau. Wachhunde haben eine um 50% erhöhte Chance, entdeckte Tunnel komplett freizulegen. Okay. Dann haben wir. Der Friedensstifter. Der Friedensstifter hat ein besonderes Talent dafür, selbst die gewalttätigsten Individuen zu besänftigen. Allein mit ihm in einem Raum zu sein, lässt die Menschen friedlich und gefügig werden. Senkt das Gesamtklima in ihrem Gefängnis und sorgt dafür, dass ihre Häftlinge weniger häufige Probleme machen. Weniger häufig Probleme machen, okay. Ja. Einen Namen, den ich nicht vorlesen werde. Hat einen unbefleckten Ruf, ihre Akte ist blütenrein, aber hinter den Kulissen sind ihr zwielichtige Geschäfte und Angebote der Tisch nicht fremd. Hält einen kleinen Anteil an Wiederverkaufswert jeder gefundenen Schmugglerware. Mit Schmugglerware entdeckte Häftlinge müssen direkt aus ihrem eigenen Ersparnis Strafe zahlen. Okay, das ist so eine kleine Geldmaschine. Das wäre natürlich auch interessant. So, meine Tendenz ist ja jetzt Geldmaschine oder Peitsche. Ich würde sagen, wir fangen mit Rita an. So, wir nehmen Rita. Oft passt ja hier Ritas Welt. So, Cheats. Nein, nein, nein. Ja, wir machen einfach mal klein. Für das erste sollte eine kleine. Eine kleine Karte reichen. Und dann legen wir direkt mal los. Das ist jetzt unser Gefängnis. Und als erstes mache ich Pause. Und zwar bauen wir Fundament, direkt Personal, Versorgung, Planung. Da können wir planen. Das ist das. Räume. Genau mit denen wollen wir anfangen. Und zwar Anlieferung. Machen wir mal hier hin. Und Abfall. Na, wo endest du? Machen wir mal. Oh. Kann der ganze Rest hier sein? Oh, nicht zu weit. So, da könnt ihr erstmal euren
Minimalgröße, okay. Was heißt nein? Zack, machen wir halt alle weg. Ja, ist zu klein, ne? Dann machen wir es so. Reicht das noch nicht? Ich will doch nur. Alles weg. Wieso denn? Einmal drei. Haben wir doch. Willst du mich verarschen? Das passt doch. Das passt doch. Sehr wahrscheinlich. Ja, guck. So. Na. Oh, habe mich schon direkt verrückt gemacht. So. Dreck, Zaun, Kies, bla bla bla, Fundament. Wir haben einmal Ziegel, einmal Beton. Ich baue Beton. Jetzt ist die Frage, ne? Wo fangen wir an? Genau hier, wo der Wald ist. So. Machen wir einfach mal einen. Na, 20 mal 20 Block hier hin. So. Objekte. Eine große Gefängnistür. Wir können ja auch erstmal sicher so eine. Wo ist denn so eine Personaltür? Da. Personaltür da hinten hin. So. Lassen wir die mal bauen. Jetzt sind wir schon pleite. Ja, komm. Zum Anfang ein bisschen schneller. Dann, warte, 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 warte. Wir müssen hier nochmal irgendwas. Ja, Aufgaben. Nee, Klemmbrett. Geschlossen. Oh. So, da bin ich wieder. Ich habe mal eben auf Pause gedrückt. So, wir lassen jetzt hier mal weiterarbeiten. Ja, wenn man angerufen wird, ne? Man sollte am besten. Okay. Aha. Zack, weg ist es. Was war das? Ja, ich weiß es nicht. Sehr interessant. Da haben wir scheinbar etwas gefunden, was wir. So. Ein Easter Egg, ein verstecktes oder sowas. Würde ich es jetzt mal nennen. Na, egal. Gucke ich mir gleich noch meine Aufnahme richtig an. Oder finde ich es nochmal hier? Nee, ne? Moment. Nö. Unter Extras. Spielbibel. Was ist das? Okay. Ja. Lass uns weiterlaufen. So, wo sind jetzt meine Arbeiter? Alle verschwunden. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Einlieferung geschlossen. Personal. Ach, ich habe noch. Na. Na. Erklärt so einiges. So. Vielleicht nicht sonst standardmäßig immer Erster. Egal. Jetzt habe ich euch eingestellt. Dann baut mal unser Gefängnis auf. Oh.
fast pleite gewesen. So, jetzt hat man hier im Klemmbrett. Hat man hier so ein Verwaltung, grundlegende Haftanstalt. Befinden Sie ein leeres Fest in einem funktionierenden Gefängnis. So, wir nehmen einfach mal Verwaltung. Das und mehr können wir gar nicht machen. Jetzt müssen erstmal unsere Arbeiter hier alles fertig bauen, abreißen. Und dann können wir uns schon mal die Räume angucken. Als erstes würde ich sagen, bauen wir ein Büro. Das muss 4x4 sein. Hier sind so die Personaleingänge. Welche ich da richtig hingesetzt habe. Oh, ich hätte auf den ganzen Bäumen bauen sollen. Ja. Kriegen wir schön. Das Holz können wir verkaufen. Top, Gewinn. Ja, das ist gut. Echt clever gemacht. Ja. Reiß die Bäume ab. Wir werden ohne Gefangene reich. So, können wir mal planen, dann lassen wir mal. Muss das jetzt hier 4 groß sein? Das heißt, 1, 2. So muss ein Gebäude das Büro sein. Ist das richtig? Ja. Und so muss es sein, ne? Ja. Da haben wir nochmal einen Gang. Okay. Dann. Material. Betonmauer. Ich glaube, Beton oder Ziegel kostet alles dasselbe. Objekt. Tür. Da reicht eine ganz normale Tür. Das bauen wir. Und dann setzen wir mal hier im Büro rein. Da sieht man schon, da braucht man was und wir haben auch noch keinen Strom oder sonstiges. So, was brauchen wir da? Ein Schreibtisch, ein Stuhl und ein Aktenschrank. Objekte. Dann gucken wir mal. Guck mal, Schreibtisch. Na, mit R kann man sie drehen. Zack. 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 Ein Aktenschrank. Na, kommt hier hin. Und einen Stuhl. Na, hier so ein. So. Das hätten wir. Dann will ich ja jetzt hier wohl doch nochmal einen kleinen Generatorraum machen. Moment. So, Objekte, eine Tür. Nein, Personaltür. Zack. Das baute mir auch recht ratzfatzfertig. So, dann kann ich direkt hier meinen Direktor einstellen. Die hat jetzt hier ihr Büro in Anspruch genommen. Habe 5 Wachen und errichte ein Personal. Und das habe ich da mal weggemacht. So, da kommt noch eine Tür rein. Nein. Mmh,
Das wollte ich nicht. Oh, und dann nochmal. So. Ein Generator. Setzen wir dahin. Und ein Pumpenwerk. Sehr wahrscheinlich habe ich das voll scheiße gebaut. Aller Wahrscheinlichkeit nach, ne? Na, baut es mir trotzdem. So. Zack, direkt Strom. Also, Kabel von hier aus einfach mal nach dahin. Und dann nochmal dahin. Wasser brauchen wir, Kabel, versorgt Kabel brauchen wir auch noch dahin. Wie soll es sein? Damit die Pumpe auch läuft. So, das läuft schon mal. Dann würde ich gern hier einmal eine Mauer hinmachen. Da nochmal. Ja, hier setze ich erstmal eine Personaltür rein. Das ist schon mal gut. Und dann müssen wir unsere ersten. Ja, Forschung, ne? Können wir machen, wenn wir unser Direktor haben. Wir machen jetzt erstmal eine Buchhaltung. Das ist auch nicht verkehrt. So, und jetzt kommt das A und O. Wir fangen klein an. Wir bauen Objekte. Warte, lass uns mal langsam auf. Küche. Was brauchen wir in der Küche? Ja, ja. Raum. Küche. Wenn du das hier bist, Küche. Ja, sieht gut aus. Das heißt, hier kommt erstmal eine Mauer drum zu. Dann brauchen wir Objekte. Einen Herd. Kannst du haben. Einen Kühlschrank. Bekommst du auch. Abfalleimer. Wenn wir den noch drehen, bekommst du auch. Und ein Spülbecken. Bekommst du auch. Versorgung. Stromkabel. Zack. Da lang. Und ein großes Rohr. Einmal nach dahin. So. Personal, einen Koch einstellen. Oh, zwei. Nur zwei ist auch okay. So. Jetzt wollen wir einen Duschraum. Nein. Wir wollen eine Übergangszelle. Eine Isolationseinlieferung. Das könnte die Einlieferung sein. Sieht gut aus? Ja, finde ich auch. So. Das ist die Einlieferung. Da brauchen wir einmal eine große Gefängnistür. Oben kommt eine Gefängnistür rein. Moment. So. Demontieren.
Demontieren. Ich habe nicht noch Strom, ne? Noch genug Geld. Okay. So, was brauchen wir da? Einen Schreibtisch. Ja. Machen wir einen Schreibtisch hier hin. So. Einen Stuhl. Was brauchen wir dann noch? Einen Tisch und einen Tisch. Wo ist der Tisch? Da. Nein, der Tisch kommt hier hin. Zack. Ja, Bord fertig. Was brauchen wir noch? Personal. Zwei Wachleute. Ja. Was ist jetzt los? Anscheinend. Läuft doch. Die Küche hat keine Kantine, ich weiß. Ich weiß. Raum. Kantine. Reicht das als Kantine? Jo, reicht. Das ist auch gut. So. Objekte. Eine Gefängnistür. Und eine Personaltür. Kommt da auch noch hin? Und da auch noch hin. Da auch noch hin. Ja, okay. Ich glaube einfach mal, dass Versorgung. Du gehst du da wohl unterher, oder? Stellt sich jetzt wirklich an. Da lang zu gehen. So. Aber jetzt, Leute. Oh, das Abflussrohr da fertig. So, jetzt Objekte. Brauchen wir Serviertisch. Kommt. Ja. So dahin. Tisch. Aha. Okay, die Kantine ist etwas zu klein. Macht nichts. Machen wir das hier halt einmal weg. Richtig. Kantine halt. Wird die hier ein Stück größer. Na, aber schnell, Leute. Schneller. Wir brauchen unsere ersten Gefangenen. Personal. Nein. Lager. Ja, warum nicht hier, ne? Fürs Erste ist das ganz okay. Wir brauchen aber sehr wahrscheinlich noch einen Kondensator hier. Brauchen wir dann noch ein paar Kondensatoren. So. So. Raum, Kantine. Betonplatte. Ah.
Habt ihr doch da auch einen gemacht, oder nicht? Ja, da habt ihr einen gemacht. Die sind auch ganz schön faul, ne? Wie wird das denn jetzt mit dem Fisch passen? Ja, so gerade. Okay, bin ich mit einverstanden. Dann können wir direkt da auch nochmal Beton. Ist das Betonmauer? Dann können wir da auch direkt hier die Gefängnistür machen. Und machen daraus eine Übergangszelle. So, eine Bank könnt ihr bekommen. Was brauchst du noch? Bank, Toilette. 5 von 5 wirst du immer sein. Ihr bekommt hier noch mehr. Noch eine Bank. Dann noch eine Bank. Und zwei Klos. Jetzt sagen. Moment. Beton. Oh. Willst du mir jetzt sagen, dass das hier nicht groß genug ist? Zu. Unser Geld wird knapp, Leute. Wir müssen die ersten Gefangenen haben. Personalraum fehlt noch, ne? Ja, okay. In Arbeit. So, ach. Das ist ganz schön interessant. So. Nein. Nicht Ziegel. Baut. Stell noch mal ein bisschen schneller. Vielleicht kriegst du dann ja noch mal geschissen. So. Momento. Da so. So. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Übergangszelle. Wollte gerade sein, also wenn du jetzt nicht groß genug bist, ne? Demontieren, demontieren. Dann kriegst du aber echt
Probleme mit mir. So. Da ist noch eine Toilette. Mhm. Sieht so anders aus als sie. Ich weiß es nicht. So, was fehlt noch? Tisch und Bank. Kann man. Okay. Muss passen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus fürs Erste. So, jetzt. Wir brauchen Gefangene. Und wir kriegen Gefangene. Gefangene. Nein. Volle Belegung. So, wir machen Ganoven. Ernster. Aufhören bis. Null? Alle verfügbaren. Nein. Ich will doch alle haben. Machen wir mal. 8 Stück. Also voll belegt. 10 Häftlinge. Wir holen uns unsere ersten 10 Häftlinge. Okay, das Holz haben wir. Jetzt heißt es Versorgung. Da muss noch ein kleines Röhrchen. Er kriegt seine erste Kleidung. Nice, wir bauen jetzt hier erst nochmal. Moment, wie hast du das angebaut? Das hast du passend angebaut, ne? Wir probieren das mal so. Und das ist. Ah, ja. So will ich es haben. So, Tür hier hin. Da kommt eine Personaltür hin. Und hier auch. Das macht hier schön. Sehr schön. So, wir gucken noch mal den Personalraum, brauchen wir jetzt auch noch. Und zwar, wo ist es? Das ist eine Familienzelle, Durchgang. Ach, Duschraum. Ich lese immer Durchgang. Personalraum, wo bist du? Kindergarten. Mhm. Personalraum. Größe 4x4. Heißt 1, 2, 3. Das ist der Personalraum. Können wir einzäunen. Können wir einzäunen. Ein Sofa und ein Getränkautomat. Die sind gleich zufriedenzustellen. Das heißt ein Sofa. Und ein Getränkeautomat. Und wofür ist das Radio? Keine Ahnung. Spielautomat, Radio, großer Fernseher. Ja, ne? Ermöglicht es unseren Häftlingen. Ja. So, wann kommen denn die ersten Häftlinge? Das ist die große Frage. In 17 Stunden. So. Wir haben 5 Wachen.
Ein breites Sofa fehlt noch. Was habe ich denn kein breites Sofa? Nein, ich habe ein kleines Sofa getan. Zack. Da kommt noch das breite Sofa. Da kommt das breite Sofa. Und ich würde sagen, das hier machen wir zum Lagerraum und das hier nicht mehr. Das gefällt mir besser. Ja, und damit haben wir auch unsere erste Aufgabe erfüllt. Oh Gott. Ja, das ist unser Personal. Vielleicht habe ich Köche zu viele. Jetzt könnten wir hier kurzfristige Investition. Zahl ein. Ja, nehmen wir. Und da warten wir auch einfach auf unser Geld. Aber ich würde sagen, ich mache mal Pause und sage schon mal Dankeschön fürs Einschalten. Unser erstes Gefängnis. Na, es läuft doch gar nicht so schlecht. Unsere Gefangenen kommen. Na, wo sind sie? Einlieferung. Auch in der nächsten Folge werden sie da sein. Ja, und wir haben doch schon einiges geschafft. Ein Lager gebaut, ein Personalraum, Büros, 3 Stück. Eine Übergangszelle, die viel zu groß ist, sehr wahrscheinlich. Mal gucken. Eine Einlieferung, die viel zu klein ist. Aber unser Gefängnis nimmt Gestalt an. Da ist Rita. Trägt Personalschlüssel und Klemmbrett. Okay. Ah, trägt Personalschlüssel und Klemmbrett. Okay. Trägt Personalschlüssel. Mhm. Solche Infos hat man auch. Schlagstock und Schlüssel. Personalschlüssel. So, unsere Küche kann noch erweitert werden ein bisschen. Ja, wir haben 2 Köche. Einer kann spülen, einer kann kochen. Das sollte für unsere ersten Gefangenen als Nahrung dienen. Wir werden die Küche natürlich noch eventuell noch mal eine größere hier bauen und auch noch mehr Zellenblöcke bauen. Dass unsere Gefangenen auch hier aus der Übergangszelle verschwinden und in normalen Zellen angesiedelt werden können. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge Prison Architect wieder. Bis dann, euer Sepp. Ciao.